Jetzt geht's wieder weiter mit Zelda. Wir wollten gucken auf der Landkarte, ob wir hier haben wir alles. Das eigenen Krater, okay. Dann gehen wir mal zum Turm. Ah, hier will aber das was hin. Äpfel. Haben wir? Wir haben eine Axt, okay. Äpfel, Äpfel, Äpfel. So. Nein. Hallo. Jo. Nein. Ah. Warte mal, warte mal. Feuerflamme? Okay. Nochmal. Okay, nee. Ist so hart. Na 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 na.
Jetzt aber kurz husten. Wie soll das hier so anstein? Uiuiui, nein. Jetzt hier auch den Blutmond. Aus. Es sieht so aus, dass hier auch einen Blutmond gibt. Link? Ihr seid es doch. Alter Link. Wo wart ihr die ganze Zeit? Nachdem Prinzessin Zelda mit euch losgezogen wart, um Nachforschung, ist plötzlich das Schloss abgehoben. Alle haben sich so solche Sorgen gemacht. Besonders Pura hat sich kaum gerührt oder gar geschlafen, nur um euch beide aufzuspüren. Pura sollte sich in diesem Gebäude mit dem Teleskop befinden. Bitte geht schnell zu ihr und zeigt ihr, dass es euch gut geht. Hi. No fuck. Mir ist so, als wäre gerade etwas von diesen bemerkenswert großen Insel im Himmel heruntergefallen. Ja, richtig. Es sah genauso aus wie Link. Ich kann nicht meine Augen trauen. Entschuldigung, dass ich euch aufhalten habe. Gehe euch jetzt besser so direkt.
Wenn das nicht Link ist, wir haben sehnsüchtig nach eurer Rückkehr gewartet. Erinnere mich noch daran, an den Tag, als sich das Schloss in der Lüfte hob. Kurz danach erscheint dieser Sperrposten hier die Nachricht, dass der Kontakt zu euch und Prinzessin Zelda abgebrochen sei. Ich habe gehört, dass Direktor Puh in große Panik verfallen ist, also sie von euren Spischen erfuhr. Spektrup? Oh, Direktor Puh hat ihn ursprünglich zur Untersuchung des Missmaßes gebaut und unterm Schloss Hyrule aufgetaucht ist. Im Moment könnte man es vielleicht eher als ein Hauptquartier für die Suche nach Prinzessin Zelda bezeichnen. Aber Direktor Puh sollte sich in dem großen Haus da hinten befinden. Bitte sagt ihr Bescheid, dass es euch gut geht. Ja, machen wir. Okay, ich will jetzt kurz warten. O Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Also im Blutmond. Was willst du denn? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich höre den Truppenführer zu. Verzeihung, Fremder. Aber ich erteile die Gruppe gerade Befehl für die Suche nach Prinzessin Zelda. Geduldig bitte kurz. Bis ich nun... Heiliger Juliana! Hat man Worte? Ich traue meinen Augen nicht. Du bist doch... Der legendäre Recken mit dem Schwert, oder? Wohlauf? Bist du auch? So ein Glück. Gestaltenglanz, Oberkommando der Monsterwehr. Freut mich sehr. Aber wichtiger ist, dass Direktor Puh so schnell wie möglich von deiner Rückkehr erfährt. Am besten von dir selber. Monsterwehr? Es ehrt mich ja überaus, dass du dich für unsere tapfere Gruppe interessiert, aber Direktor Puh geht vor. Du solltest sie aufsuchen, damit sie weiß, dass es dir unversehentlich zu uns zurückgekommen bist. Okay. Dann labern wir zuerst mit ihr. Öffnen. Guten Abend. Was für eine wundervolle Nacht, oder? Du? Wo bist du nur verstecken geblieben? Nein, warte. Erzähl mir am besten später alles. Erstmal solltest du schleunigst zu Puh gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt und lauter.
Holla, da komm mal. Sie sollte im ersten Schock sein. Sei so gut und gehe zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Halt! Was machst du da? Das sind Jonas. Johas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis anfassen. Sonst bekommst du riesig Ärger. Okay. Halt! War nicht dran, schade. Aber wir haben die Pfeile fast in unsere Tasche gehabt. Huch! Sehe ich recht? Ist das etwa... Kolinita und blaue Augen. Die Direktor Pura. Der Herr Ritter, der ist zurückgekehrt. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Ja. Da kann man vom Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Es ist unglaublich. Was? Wie? Um alles in der Welt hast du den Sturz von da oben alle überstanden. Rau? Soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrus, von dem die Legende berichtet, so, nicht wahr? Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Nur eins kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in einer Verbindung. Und was für den Zustand des Schlosses und die von Himmel abgerechneten Ruinen betreffen, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch das Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jetzt jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme des Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich. Das war doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann muss Prinzessin also noch am Leben sein. Vielleicht können wir sie unterm Schloss Hyrule Schutz finden
Vielleicht konnten wir unterm Schloss Hyrule Schutz finden und ruf dich nun von dort aus zu Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, dir direkt nach einer Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link. Aber meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwimmenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihnen dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Ja. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle ja auf dich, Link. Hurra! Beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet der Antiktechnologie im ganzen Land. Einst im Dienste des Könighauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sonokultur und das das urplötzlich im Schloss Hyrule erstanden war. Im zarten Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hat. Zeitweise wirkt sie sogar noch jugendlich als jetzt. Aber ich erfinde mich, ja. Wie? So. Warte. Wie können wir hier hoch? Das ist die Frage. Hey, arme Prinzessin. Die ist ganz alleine irgendwo unterm Schloss. Also genau da, wo auch diese grüne Mumie war. An ihrer Stelle würde in Ohnmacht, Schockstarre oder Scheintod gleichzeitig fallen. Ach, bitte, Herr Link. Rette unsere liebe Prinzessin Zelda. Ja, dann gehen wir mal hin. Vielleicht können wir irgendwie Gebiete auf. Das Vermächtnis des alten Zeitalters der Mythen und Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Für uns von der Sonne-Forschungsgruppe ist das ein sexueller Glücksfall. Ja, wir sollten dankbar sein, aber was in der alten Welt ist nur dieser Kataklysmus. Hure hat sich in ein Forschungslabor eingeschlossen, um den Kataklysmus zu erforschen. Sie hofft, dadurch Hinweise auf den Verbleib von Prinzessin Zelda zu finden zu können, aber bisher ohne Erfolg. Ob Prinzessin Zelda gut geht, da haben wir diese extrem seltenen Ruinen hier und ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, weil mich das so beschäftigt.
Es ist eine Batteriemaschine. Wenn du die. Ja. Monat, okay. Hm. Aber ich würde, glaube ich, sagen, wir gehen noch mal runter. Öffnen. Billigt, okay. Passiert nichts. Boah. Hast du Ahnung, wie viel Sorgen ich mit mir gemacht habe? Das ist also der Arm von Hura redet hat? Hm. Schon seltsam. Nein, 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 nein. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Stimmt, du hast das Pura-Pad. Mhm. Der Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit tierischer Forschung der Abkunde erledigt ist, setze ich meine Forschung im Institut im Anento fort. Also folg mir. Wenn die Zeit reif ist, solltest du auch nach Hause kommen. Mhm. Nein, so. Was ist denn das denn? Was ist das? Monsterhöhle. Ein grüner Rubin. Jo, Horrorbling. Bling? Horn. Häufiges Horn. Mit der harten Spitze befestigt man an Waffen. Um die Angriffskraft zu erhöhen, kocht mit Bewölkung und sich in die Seite stellen. Leuchtpilz. Dieser Pilz ist in Höhlen zu finden und erhält verschiedene. Müssen wir. Als Kochgerät bringt er sich zum Leuchten. Lanze mit einem verrosteten. Okay, meine Tasche ist voll. Nein. Nein. Nein.
Ich habe hier irgendwas gesehen. Maxi-Trüffel. Ein seltener Pilz mit Kräften, herzhaften Duft. Er wird als Kuchszutat verwendet, füllt das entsprechende Gericht dein Herz auf und erweitert es zeitlich sogar. Nein. Wieso können wir da nicht hoch? Warte mal, wenn ich das jetzt so mache. So. Ganz nur. Eine Stechlanze. Wie kann man da hoch? Wenn ich das kaputt mache, ist das egal. Warte mal, wenn ich das aber mit einem Fall kaputt mache. Sind wir auch tot. Warte mal. Wir haben ja theoretisch hier eine Fähigkeit. Thank you.
Du hast mich gefunden. Tschüss. Da schon? Nee. Ich schütze dich. Huh? Oh, verflixt. Der Hector. Alter, Dums. Dumser. Geht das dir gut? Was? Na, was habe ich nur angerichtet? Ach nein. Das heißt mir, dass ich kein Sturz war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Es könnte nur passieren, weil du mich erschrocken hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung vom Direktor Doomstar, die den Boden berühren, gibt es keine Entschuldigung. Du kennst dich, Direktor Dunser? Dabei wurde er von der Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihren Auftragungen stellen wir überall diese Materialdepots auf und bilden mit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. So genau daneben hat er auch noch das Bauunternehmen Dunsa aus dem Boden gestampft und zu einem, nein, dem führenden, ich war noch gar nicht fertig, hier von Direktor Dunsa Heldentaten zu berichten. Also, jedenfalls, ich rede ja nicht gerne über, weil es Leute jedes Mal vor Neid erblassen lässt, aber ich habe von Direktor Dunsa höchstpersönlich eine sehr besondere Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgabe besteht, da aller Orte Schilder aufzustellen, um das für das Bauunternehmen Dunsa zu werben. Aber das ist noch nicht längst alles passiert. Es handelt sich nämlich mitnichten um ganz gewöhnlichen Schilder. Es sind Schilder, auf denen der gehörtgewährte Direktor Dunsa höchstpersönlich abgebildet ist. Das verstehst du auch bestimmt auch, warum es für das Herunterfallen eines Schildes wirklich keine Entschuldigung gibt. Genau deswegen fungiere ich als Schützer. Keine Sorge, Direktor Dunsa. Ich schütze sie alle in allen Lebenslagen. Oh, aber wenn stellen jetzt alle die anderen Schilder auf? Was ist mit dir? Aber lass doch mal. Was? Du willst auch mal stützen? Na gut, Achtung. Ich lasse es los. Na was zum... Es gibt ja keine Entschuldigung für. Alles in Ordnung. Ich werde ein Schützer für sie sein. Ja. Was? Reisende Zweithändler. Bei Abenteuer beliebtes beidhändiges geschwörtes Schwert. Die Klinge ist verfressen, aber somit recht stumpf. Aber man kann gut dagegen seinen man kann da gut einen Gegner seinen Schild wegschlagen. Reiselanze. Eine einfache Lanze mit der mit denen sich die Reisenden schützen. Ihre Spitze ist ziemlich verfressen und stumpf. Aber dafür ist die Waffe leicht zu haben.
Oh, du hast mich überrascht. Was treibst du an so einem Ort? Der Abgrund von Schloss Hyrel ist hier ganz in der Nähe und ganz gewiss nicht ungefährlich, weißt du? Auch dieser Schrein könnte möglicherweise gefährlich sein. Jedenfalls laut momentan wegen der Kasuchisten hier fast in jede Ecke gefahren, sei auf Verhubt. Du hast sicher die tiefsten Löcher gesehen, die sich auf der ganzen Welt wegen den Kataklysmen aufgetan haben. In diesen Gebieten befindet sich welche Schloss, was? Unterm Schloss und südlich des Schwergebietes. Ich habe gehört, einige Mitglieder der Forschungsgruppe, die so einen Abgrund untersucht haben, erging es nicht so gut. Es wäre wohl das Beste, wenn du Abgründe jeglicher Art nicht zu nahe kommst. Im Ernst, ich bin froh, dass ich bloß diesen Schrein untersuche soll und keinen weiteren Abgrund schreien. Einer befindet sich direkt vor deinen Augen. Siehst du etwa keine Zeitung? Mysterische Schreine über Nacht aufgetaucht. Stand direkt auf der Titelseite. Wir wissen zwar, dass sie aus uralten Zeiten stammen, aber sie sind nun vom Himmel gefallen oder aus dem Boden gewachsen. Auch geht es nicht um die Schreine, sondern um die Abgründe. Wir wissen wirklich noch so gut wie nichts über alles, das, was das Kataklysmus mit sich gebracht hat. Stell dir nun mal vor den Schreiten und Abgründe geringen Gefahren aus. Wir müssen sie alsbald erforschen. Die Leute von Suchtrupp durchforsten ermutlich das Umland von Schloss Hyrule. Da darf ich nicht zurückstehen. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein in den Schrein. Und machen die Aufgabe hier. Kampftechniken. Dieser Schrein erläutert eine Übel aus vergangener Du, der ihn besucht, weise an ihre aus. Weiche Angriffe mit einem Sprung zur Seite, nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Wir fassen zur Seite, okay. Springen. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus, nutze den für einen Gegenangriff. Ziel erfassen, nach unten springen. Okay. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild. Und den Gegner zum Rechner. Okay, wir haben kein Schild. Du kannst Kräfte sammeln und einen aufgeladenen. Okay. Drücke Y gedrückt und loslassen. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird der Zugang von innen des Bereichs gewährt. Nein.
Aus höhnigem gefertigten Schwert der Sonau. Denn Nese mit Zunderbrokeien oder Materialien die Angriffsseite mehr als üblich. Jo. Null Besucher dieses Bannenschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reine Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Segenlicht. Möge das Segenlicht dir Kraft schenken. War dieses Loch vorher schon hier? Was ist denn passiert? Entschuldigung, was ist denn? Wir sind hier sehr nah am Grund, weißt du, bla bla bla. War auffällig geworden, bla 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 bla. Gehen wir schon. Jo. Dann würde ich sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um abzuspeichern. Und ja, um auch ein paar zu beenden. Also ich bedanke mich, wünsche euch noch einen Tag und nicht vergessen, Support zu Kamerad, Däumchen hoch, kommt runterlassen. Und wir sehen uns morgen in alter Fische. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter und gehen dann zum Schloss. Also unterm Schloss. Also bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!